Herzlich willkommen bei Zum Fachwirt. Mein Name ist Jasper Quast und in diesem Video geht es um die drei Begriffe Inventur, Inventar und Bilanz. Was bedeuten sie? Wie hängen sie zusammen? Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Beginnen wir mit dem ersten Begriff, Inventur. Das kennt der ein oder andere vielleicht aus seinen Jugendtagen. Wenn man mal im Supermarkt ausgeholfen hat, einmal im Jahr war immer Inventur. Ja, und da musste man dann zum Beispiel zählen, wie viele Cola-Dosen hat Kaisers und so weiter und so fort. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Man möchte oder man muss einmal im Jahr schauen, was haben wir alles in der Firma? Ja, wie viele Vermögensgegenstände, um jetzt mal ein Fachwort zu benutzen. Ja, es wird alles ermittelt, was die Firma besitzt und da gehören auch Schulden zum Beispiel dazu. Ja, Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit reingerechnet. Wie macht man das? Vier Tätigkeiten. Man schätzt, man misst, man zählt und man wiegt. Da haben wir sie. Messen, wiegen, schätzen, zählen. Genau. Und dann geht es darum, nochmal zwei Wörter, die man sich merken sollte. Das, was man da eben zum Beispiel gezählt hat, muss eben gezählt werden, also ermittelt werden, aber auch bewertet werden. Ja, gerade Schulden zum Beispiel oder Forderungen, Verbindlichkeiten, da muss man dann sagen, diese Forderungen sind zum Beispiel nicht einbringbar oder so. Ne? Wenn man das alles gemacht hat, hat man eine Liste fertig. Und das ist dann tatsächlich auch schon das Inventar. Ja, da hat man dann eine Liste, was sind unsere Vermögensgegenstände, was sind unsere Schulden und am Ende dann, was ist, wenn wir das Vermögen und die Schulden miteinander verrechnen, was bleibt übrig? Das ist dann das Eigenkapital. Ja, also Vermögen minus Schulden ist Eigenkapital. Wenn wir das Eigenkapital haben, das Vermögen haben und die Schulden haben, dann können wir eine sehr wichtige Sache im Rechnungswesen bilden, nämlich die Bilanz. Ja, das ist unser dritter Punkt. Bilanz kommt aus dem Italienischen von Bilancia und das bedeutet Waage. Daraus kann man schon ein bisschen ableiten. Es geht darum, dass beide Seiten ausgeglichen sind. Ich greife jetzt schon mal vorweg und sage, das Eigenkapital ist dafür da, damit es ausgeglichen ist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine Bilanz aufgebaut ist. Wir haben eine Aktivseite und eine Passivseite. Auf der Aktivseite geht es darum, wie sind die Mittel, die wir haben, im Unternehmen gebunden. Ja, wir haben das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen. Beim Anlagevermögen, da geht es darum, was ist dauerhaft zum Dienen bestimmt. Ja, was ist dauerhaft in der Firma drin? Das sind zum Beispiel Maschinen, das sind Gebäude, ja, alle Sachen, die wirklich lange im Unternehmen arbeiten. Beim Umlaufvermögen allerdings, beim zweiten Punkt, da geht es darum, was ist immer im Umlauf. Wer zum Beispiel mal öfter auf sein Girokonto guckt, der wird sehen, da geht vielleicht mehr rein, mehr raus, man weiß es nicht. Jedenfalls, da ist viel im Umlauf. Ja? Zum Beispiel Werkstoffe, Rohstoffe. Wenn wir Stühle zum Beispiel herstellen, nehmen wir mal an, wir sind ein großer Möbelhersteller. Dann ist Holz als Rohstoff im Umlaufvermögen, ja? Weil es im Wertschöpfungsprozess eben untergeht. Und da können wir dann auch schon sagen, bei der Aktivseite, da geht es darum, wie dauerhaft ist etwas im Unternehmen gebunden? Ja, wie fest ist es gebunden? Ich sage jetzt mal, nach Festigkeit ist es sortiert. Je weiter oben etwas auf der linken Seite der Bilanz steht, desto schwieriger ist es, das aus der Firma herauszulösen. Desto länger ist es gebunden. Je weiter unten, beispielsweise ganz unten die Kasse, das Bargeld, desto leichter kann man es aus dem Unternehmen herauslösen. Kommen wir damit zur rechten Seite, passiver. Nachdem wir in der linken Seite geguckt haben, wie sind die Mittel im Unternehmen gebunden, geht es jetzt auf der passiver Seite darum, was ist die Mittelherkunft? Wo kommen denn die Mittel her, die wir auf der linken Seite gebunden haben? Da ist zum einen das Eigenkapital, das heißt, es kommt aus eigener Wertschöpfung, und auf der anderen Seite das Fremdkapital. Und das ist jetzt nochmal ganz lustig, da haben wir nämlich auch wieder, wie es aufgeteilt ist sozusagen, und zwar nach Fristigkeit. Ja? Die kürzeste Frist hat natürlich unser Eigenkapital, weil da gibt es gar keine Frist. Darunter kommt dann das kurzfristige Fremdkapital. Das können Lieferantenkredite zum Beispiel sein, sowas. Und dann ganz unten alles, was längerfristig ist, das ganz langfristige Fremdkapital. Jetzt habt ihr ganz grob einen Überblick, was genau bei einer Inventur passiert. Verschiedene Verfahren schauen wir uns in den nächsten Videos an. Was ein Inventar ist, ne? Stichwort Vermögen minus Schulden ist Eigenkapital. Und schlussendlich, was ist eine Bilanz? Da sind die Vermögensgegenstände und die Schulden dann geordnet, nach Festigkeit, nach Fristigkeit.
Und wir haben quasi einen Überblick. Wir sehen, wie das im Verhältnis zueinander steht. Wer tiefer in das Thema eintauchen möchte, abonniert den Kanal, schaut sich meine Videos an und kann mir auch gerne Fragen und Anregungen stellen. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen.